Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video, wo ich meinen Livestream plugge. Deswegen kommt auf jeden Fall um 21 Uhr vorbei. Es wird absolut lit und ich zeige euch heute mal wieder Vorsprung durch Flexing. Und das Ding ist, guck mal, wie rot ich bin. Ich sehe gut aus, oder? Das ist der Wahnsinn, das ist keine Allergie. Es ist war ich in der Sonne. Und zwar waren wir mitten auf dem Meer in einem Boot. Vlog dazu kommt auch noch. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich oder morgen irgendwann schneiden. Wir haben ein bisschen viel... Richtig viel neuen Shit gemacht. Wir haben gestern ja gestreamt, zweimal Mapmaking. Das ist einmal um 16 Uhr und einmal um 21 Uhr. Beide Male an diesem Stuff gearbeitet und der ab 21 Uhr der Stream ist komplett eskaliert. Da habe ich einfach bis 3 Uhr noch gestreamt und bis 3 Uhr an diesen Sachen hier gearbeitet und das war absolut der Wahnsinn. Und obwohl ich so rot bin, zeige ich ganz kurz mal, was hier so abgeht. Und zwar einmal haben wir es tatsächlich geschafft, komplette Rüstung zu nerven und das ist richtig stark, weil mich hat diese Rüstung hier ultra abgefuckt. Diamantrüstung ist einfach too strong. Diamantrüstung hat nämlich jetzt Toughness und viel zu viel Rüstung und so weiter und so fort. Außerdem gibt es dann irgendwie kein Dings mehr oben drüber und ich möchte ja quasi neue Items hinzufügen. Heißt, wir möchten auch natürlich irgendwie Rüstung haben, die stärker ist als Diamantrüstung. Daher werden wir diese Rüstung hier nerven. Und das Ding ist, wenn ich quasi in Gamer 2 gehe und die Rüstung hier anziehe, passiert folgendes. Die wird mir einfach kurz mal rausgezogen und dann wird hier tatsächlich in den Chat reingeschrieben, Diamond Helmet updated to extra hardcore. Also diese Items hier, die wir hier drin hatten, sind quasi geupdatet. Und warum ich das so mache und mir nicht einfach die Items replace, ist ganz einfach. Damit ihr quasi, wenn ihr eine alte Welt habt und die dann quasi auf extra hardcore updatet, dann... Dass ihr quasi auch die Namen und die Enchantments und alles mögliche behaltet. Das heißt also quasi, wenn ich später in meine veganen Ultra-Hardcore-Welt, wo wir übrigens in Enderdrin gekillt haben und ich deswegen jetzt Mods erlauben möchte, wieder reingehen, dann werde ich die Rüstung anhaben, die wird mir kurz aus dem Inventar fliegen und auf einmal habe ich dann eine Rüstung, die ein bisschen schlechter ist und dafür halt immer noch die ganzen Enchantments drauf hat. Das ist ziemlich nice. Das heißt also quasi, Diamantrüstung ist nur noch 8 von 10, Eisenrüstung ist glaube ich nur noch 6 von 10 und alles andere ist dann 5 von 10, 4 von 10 und 3 von 10, also die... Ja, genau. Also es sind quasi immer sehr, 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 sehr glatte Zahlen. Und natürlich werden hier auch neue Rüstungstypen hinzukommen. Das heißt, wir werden irgendwie, keine Ahnung, Waldrüstung und I don't know, ich will eine Skelettrüstung hinzufügen, die Projektilschaden erhöhen will. Wir müssen natürlich auch noch den Bogen nerven, der ist natürlich noch zu stark. Das heißt, der muss weniger Schaden machen. Der wird dann quasi so, wenn man mit einem normalen Bogen schießt, dass man automatisch dann halt ein bisschen weniger Damage macht. Dass der Pfeil dann quasi einfach prozentual runtergesetzt wird vom Schaden her. Das ist gar kein Problem. Die Schwerter werden noch genervt. Das heißt also, die Schwerter werden alle ein bisschen schwächer gemacht. Das heißt also, Holz wird wahrscheinlich dann auf 3 Attack Damage runtergehen oder 2,5 und so weiter. Vielleicht alle einfach eins runter so, damit eben wie gesagt Platz nach oben ist. Und dass wir vor allem halt auch irgendwie die Möglichkeit haben, das Ganze noch ein bisschen mehr ins Endgame zu pushen, dass quasi noch mehr krasserer Shit hinzukommt. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Ich freue mich da ultra drauf. Es wird ein richtig nices Ding. Des Weiteren haben wir richtig viele Sachen hinzugefügt. Also wir haben richtig viele Sachen verändert. Endermänner sind jetzt so, wenn man einen Enderman spawnt, ich zeige euch das mal ganz kurz, das ist eigentlich ganz cool, Summon Enderman. Endermen sind immer so ein bisschen problematisch, wenn du quasi hier einfach drunter bist, kannst du die einfach hauen, ohne dass es Probleme gibt. Jetzt TP'en die sich einfach zu dir, ja, wenn du nicht erreichbar bist für sie. Das heißt also, entweder wenn du im Wasser bist oder wenn du hier bist, tippen dich Endermänner einfach zu sich. Das heißt also, am besten einfach direkt konfrontieren und nicht so, auch wenn ihr übrigens duckt und so weiter und so fort, das ist alles gefixt. Ebels Ehre. Und die können nicht mehr brennen, weil Endermänner haben eh schon eine Schwäche gegen Wasser, warum sollten sie auch noch brennen? Das ist sonst ein bisschen zu krass sonst. Ich will ja auch auf der Seite von den Endermen sein. So, Quarz ist mir auch noch ein Dorn im Auge gewesen. War viel zu OP. Wir haben einfach richtig easy, ihr habt ja gesehen im Hardcore-Stream. Wir sind einfach rumgelaufen, haben Quarz abgebaut, fertig. Jetzt ist es so, dass wenn man Quarz abbaut, dass Pigmen sauer werden tatsächlich. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Jetzt sind es tatsächlich nicht mehr 16 Blöcke, sondern 8 Blöcke, weil 16 Blöcke zu krass war. 8 Blöcke, wenn die Akku werden, dann werden die quasi, leuchten ja auch noch mal kurz. Dann sieht man, wenn die aggressiv werden. Das ist ziemlich cool. Das heißt, das ist so eine Sache, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte geworden. Also quasi, wenn man einfach in der Hölle Quarz abbaut und Pigmen sind in der Nähe, werden die immer aggressiver auf einen. Das ist ganz cool. Genau, man konnte sich über den Nether glitchen, quasi entweder mit TNT-Minecarts und Pistons konnte man ja Bedrock zerstören. Deswegen haben wir TNT-Minecarts einfach komplett rausgenommen, weil die braucht man sowieso nicht für, außer dass wir Sachen zerstören. Und über den Nether glitchen wird man quasi automatisch, wenn man über der Höhe 28 ist und im Game Mode Survival ist, runtergeportet. Damit haben wir dann immer noch die Möglichkeit, eventuell ein paar Dungeons über den Nether zu packen. Vielleicht mache ich ein System, das Dungeons generiert. Ich glaube, das wäre cooler, als sie selber hinzubauen. Dann können wir nämlich auch mit Farmwelten arbeiten. Da muss ich aber nochmal genau schauen. Vielleicht kommt ja bis dahin die 1.15 raus. Wir machen das mit Structure-Blöcken. I don't know yet. Ich hätte auf jeden Fall aber ultra Bock auf ein paar Dungeons. Das wäre eine richtig coole Geschichte. Weil Dungeons generell richtig cool. Also vor allem auch mit den neuen Mobs, hier zum Beispiel mit diesen Seelen, finde ich das eine richtig coole Sache.
Weil es gibt ja jetzt, es gibt jetzt tatsächlich diese Seelen. Moment. Survival. Und zwar, wenn ihr. Da sind schon ein paar. Das ist ganz cool. Ich mach mal ganz kurz meine Rüstung an. Wenn diese Seelen, die sind quasi so ein Rare Drop von Soul Sand. Das habe ich ja letztens mal schon gezeigt. Und wenn man die jetzt quasi da drauf wirft, dann spawnen die tatsächlich auch. Die brauchen noch einen Sound auf jeden Fall. Also einen Sound, wenn sie gespawnt werden. Und das sind kleine Seelen, die wollen, sollten mich eigentlich normalerweise angreifen, haben aber irgendwie keinen Bock. Auf jeden Fall, hallo, vielleicht nochmal einen irgendwie. I don't know. Hast du vielleicht Bock, mich anzugreifen? Ja? Ja. Genau, die können dann quasi angreifen, machen ein bisschen Schaden und droppen dann ihre Seele auch zu 100% wieder. Das heißt, wenn wir rein theoretisch einen Raum hätten, wo überall Soul Sand ist und man die dann killt, die Seelen, dann droppen die einfach wieder drauf. Das heißt, die respawnen einfach die ganze Zeit und sind damit untötbar. So ungefähr so wie die Tiere von, wie diese Dinger bei den Bowser's Castles in Mario. Oh, 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 oh Gott. Oh Leute, die machen ordentlich Damage tatsächlich. Die Rüstung hat mir trotzdem sehr, sehr viel Schaden gemacht. Uff. Nether ist absolute Hölle übrigens jetzt auch. Also die Hölle ist jetzt wirklich die absolute Hölle. Viel Glück. Es gibt natürlich dann auch die Äquivalente, will ich noch machen, mit dem Magma-Block, dass da auch noch solche Mobs spawnen, wenn man die abbaut und die dann eben auch Feuerbälle auf einen werfen. Das finde ich ja ziemlich cool. Wäre eine ganz nice Geschichte. Und ja, dass wir solche flammenden Fledermäuse machen. Da hätte ich Bock drauf, dass die quasi einfach da rumfliegen, aber dann halt Feuerbälle auf einen werfen. Das wäre ganz süß. Genau. Dann gab es noch mit den Netherbricks, die fand ich zu teuer tatsächlich. Also quasi ist jetzt so, wenn man Netherbricks craften möchte, dann kriegt man tatsächlich auch 4 Netherbrick raus. Das ist ziemlich geil. Und man kann jetzt auch einfach den einzelnen Netherbrick hier reinpacken und damit die ganzen Crafting-Dinger machen. Das heißt, man muss es nicht mehr umcraften und kann es quasi auch in den Stonecutter packen. Ich fand es einfach unnötig. Keine Ahnung, warum sollte man ein Viertel davon haben? I don't know. Deswegen ist es vor allem bei den meisten Blöcken nicht so und bei dem Netherbrick hat mich besonders abgefuckt, weil man einfach auch schnell was bauen möchte im Nether und keine Ahnung, dafür dann viermal so viel Sachen abbauen, viermal so viel Zeit verbrauchen, viermal so viel Sachen zu brennen, finde ich unnötig. Deshalb habe ich das einfach geändert und ich dachte mir, hey, warum nicht? Genau, dann gab es einen Lost Soul Mapper hinzugefügt. Komposter haben ein Problem, jetzt tatsächlich momentan in der Version, und zwar wenn du einen Komposter hast, give at s Komposter und ups, Komposter und eine Piste und eine Redstone-Fackel, bitte. Geil, ja. Oh, ups. Redstone, Torch. So, wenn man sich quasi so reinsetzt in einen Komposter, und dann einen Pisten über der Nase hat und den dann aktiviert. Oh, toll. Moment. Wie mache ich das jetzt am besten? Verdammt. So vielleicht? I don't even know. Auf jeden Fall. Wartet. So, oh Gott. So, und sich dann quasi reinportet, dann hat man, wenn man im Game of Survival ist, ab sofort einen Blindness-Effekt. Das heißt, man kann sich nicht mehr, also jetzt seht ihr natürlich die Sterne hier, aber ihr seht normalerweise nicht durch andere Blöcke durch mehr. Das heißt, ihr könnt nicht mehr weiter gucken und ihr könnt auch nicht mehr X-Rayen. Das heißt also quasi, das ist ganz nice. Generell auch im Game of 3 kann man nicht mehr X-Rayen. Das heißt, weil man auch einen Blindness-Effekt hat und deswegen sieht man die Texturen von den Blöcken nicht, man sieht nur schwarz. Das ist ganz cool, dann kann man nicht gucken, wo Erze sind und sowas. Und kann eventuell höchstens nur gucken, wo eventuell Entities rumlaufen, nur falls der Chunk nicht richtig gerendert ist. Also das ist schon mal vor allen Dingen ist cooler. Das ist eine ziemlich nice Sache. Dann als nächstes haben wir noch was zu tun, dass wir die Rotten Bandages, ja momentan so ein Keks, den man essen kann, dass wir die noch verändern, dass man die auch benutzen kann, wenn man vollen Hunger hat. Das heißt, es wird wahrscheinlich zu einer Carrot und einer Stick, die dann aber einen Cooldown hat, dass man die quasi nur dann essen kann, wenn man keinen Hunger hat und die dann eben Hunger gibt als Cooldown. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Sache. Und damit können wir die Rotten Bandage noch ein bisschen mehr fixen und dann können wir sie vielleicht sogar stackbar machen. So, also sie ist ja stackbar, aber na, können sie, Moment, wie machen wir sie dann stackbar? Ach, I don't even know. Genau, das ist sozusagen die Sache. Vielleicht machen wir die einfach seltener und sorgen dafür, dass sie ein Herz droppt statt zwei, statt einem halben. I don't even know. Dann, neue Idee. Und zwar, bei Terraria gibt es ja verschiedene, ich bin so rot, ne, das ist schlimm. Dieser Mann ist gebrandmarkt fürs Leben, Alter, oh. Es gibt ja bei Terraria beispielsweise Villager, die man sich quasi bei sich einziehen lassen kann und die dann für einen Sachen machen. Und ich weiß noch nicht genau, wie man an diese Villager drankommt. Entweder indem man einfach, keine Ahnung, einen Emerald draufwirft und das jeweilige Tool auf den jeweiligen Block und dann spawnt er da einfach. Aber ich dachte mir eigentlich, es wäre noch cooler, wenn wir die Möglichkeit hätten, einen Villager einzuladen. Das heißt also quasi, wenn wir ein Villager ist, dass wir dem ein Item zuwerfen können, der dann, also quasi so ein Papier oder sowas, oder irgendwie, wie gesagt, ein neues Item, was man hinzufügen, ein Einladungsding, und dann kann man mit dem reden und dann soll sozusagen so ein neuer Trade aufkommen, und das ist quasi diese Einladung. Und wenn wir diese Einladung ihm geben, ja,
also wenn wir den Trade annehmen und das nehmen und das im Inventar haben, dann wird er sich dann quasi in unser Inventar setzen. Also dann hätten wir quasi einen Villager im Koffer oder sowas oder auf dem Rucksack, I don't know. Also quasi irgendwie einen Villager irgendwo drin. Ja, so. Und dann könnten wir den irgendwo hinsetzen und den Villager, den wir dann setzen, der ist dann quasi der neue, also quasi ein Villager mit eigenen Trades. Und das Tolle ist, dass dieses neue System so übersichtlich ist. Das heißt, wir können theoretisch einfach hier sagen, yo, also das Ding ist, so funktioniert auch mit MBT, das heißt, wir können ja auch craften quasi. Wir können sagen, wenn wir eine normale Spitzhacke haben und 4 Lost Souls, dass wir dann eben so eine Soul Sand Spitzhacke bekommen oder eine Soul Sand Schaufel oder sowas. Das ist dann quasi die Nether-Schaufel, die dann irgendwie mehr Abnutzung hat und vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie die Möglichkeit hat, dass bestimmte Sachen irgendwo droppen oder so, oder dass man irgendwie Level bekommt oder mehr XP oder mehr oder bestimmte Drops aus irgendwelchen Blöcken. Ich glaube, das wäre ganz cool. Also das wäre ganz nice. Oder dass man irgendwie Soul Sand aus normalem Sand bekommt. I don't know. Also sowas in der Richtung, dass man quasi bestimmte Waffen bekommen kann. Oder bestimmte Fernkampfwaffen auch. Also irgendwie neue Bögen. Oder dass man solche den finde ich ganz cool. Quasi den Abenteurer, dass wir da quasi Mobility-Items reinpacken können, wie zum Beispiel oder Useful-Items, wie zum Beispiel eben auch den Torch-Launcher oder das Pikmin-Radar, damit man immer sehen kann, wo um einen herum sind denn Pikmin, kann man gerade abbauen oder nicht, so ist es eine gute Idee, wenn ja, und so weiter und so fort, und der Torch-Launcher und so weiter und so fort, das ist ganz cool, glaube ich. Ich glaube, das sind ganz nice Sachen. Baumeister, wie gesagt, das wird neue Sachen für Tools haben, zum Beispiel eine Axt, die zum Beispiel den ganzen Baum abbaut oder sowas, die halt nicht so viele Abnutzungen hat, aber dafür einen kompletten Baum abbaut und die man dann eben reparieren kann mit, keine Ahnung, bestimmten Blöcken. Genau, wir haben ja jetzt neuerdings das Custom-Item-Tool-Ding. Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Ich gebe uns mal ganz kurz ein Loot. Loot, give, at s und dann Loot, Entities, Entities / Elder Guardian. Und jetzt haben wir hier ein neues Ding, und zwar ein Diving Helmet, der hat quasi eine andere Textur, die fehlt noch, aber die soll normalerweise hinkommen. Dieser Helm ist ein Lederhelm, ja. Ja, und jetzt guck mal, was passiert, wenn wir uns selber Schaden machen. Das ist absolut geil. Wenn wir uns selber jetzt zum Beispiel einfach abschießen und gehen wir ins Survival, dann sehen wir, boop, dieser Dings hier hat tatsächlich 166 Armor, obwohl er eigentlich die wirkliche Durability ist 55, wenn ich mal ganz kurz F3 und H drücke. Dann sind die Tooltips weg und dann steht er wirklich einfach 65 von 66, quasi genauso wie im echten Spiel auch. Nur dass, Leute, hier steht die gar nicht drin. Achso, bei F3 und H wäre das dann. Ah, okay, also das ist dann sozusagen ein Item mit Custom Durability. Okay, so, das ist sozusagen das. Und wenn wir dieses Item jetzt repairen wollen, können wir das auch machen, indem wir uns einfach nämlich Prismarine Crystals geben, zum Beispiel. Prismarine Crystals, so. Das heißt, das ist quasi jetzt die Möglichkeit, dieses Item, was dann ein Diving Helmet ist, das ist quasi sozusagen der Taucherhelm, den man vom Elder Guardian gedroppt bekommt, das ist quasi ein neues Item, was man immer bekommt, und dann kann man sozusagen hier jetzt replacen, so, man kann mal gucken, okay, es kostet 4 Level, und dafür ist es wieder voll, und dann kann ich das halt annehmen oder nicht, indem ich quasi sneake, zack, und kann ich es dann nehmen, und das Ganze kann ich nochmal machen, und es wird dann immer teurer. Das heißt also quasi, umso öfter ich das mache, umso mehr Level kostet das. Und jetzt kann ich es gerade nicht mehr machen, weil ich nicht mehr genug Level habe. Das ist quasi wie das normale Minecraft. Und es hat auch wie beim normalen Minecraft eine 12,5%ige Chance, dass der Amboss um eine Abnutzungsstufe runtergeht und eben auch kaputt gehen kann. Das heißt, wir haben quasi im Endeffekt komplett neue Items, die man komplett anders reparieren kann, die komplett eigene Fähigkeiten haben und die komplett eigene Abnutzungswerte haben, egal was für ein Item es original ist. Und natürlich kann man einen Helm auch noch komplett anders modeln. Das ist klar. Also ein Helm generell, wenn wir einen komplett neuen Taucherhelm-Model machen, was der übrigens kann, ist, wenn man unter Wasser ist, das ist natürlich jetzt doof, weil es funktioniert nicht im Creative, aber wenn man Game Mode Survival geht und quasi einmal kurz unter Wasser war, kriegt man direkt danach einen Conduit-Effekt für eine Minute. Und das hält so lange an, ja, bis man eben wieder rausgeht. Und dann ist der Effekt wieder weg. Das heißt also, geht hier rein und wieder raus. Das ist ziemlich nice. Damit kann man quasi dann richtig cool unter Wasser bauen. Ist ein nices Item für alle Leute, die viel unter Wasser arbeiten wollen und noch kein Conduit haben. Und einfach den Elder Guardian killen wollten. Easy peasy. Oder beziehungsweise die auch außerhalb von zu Hause, wenn sie nicht ihren Conduit haben, so also spontan halt auch viel besser abbauen können und unter Wasser arbeiten können. Nices Item. Kann man, wie gesagt, noch reparieren. Kann man auch enchanten. Ist ja eine ganz normale Rüstung. Ist ein gutes Ding. Hat aber auch genau eine Armor nur, also ist quasi schon ein bisschen Nachteil. Vielleicht buffe ich den noch auf 2 Rüstungen. Das Tolle ist, dass ich die ja alle immer noch updaten kann. Also quasi, wenn ich das, ich kann das einfach in den Drop packen. Das ist ziemlich nice. Also das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ja, ansonsten haben wir
relativ wenig gemacht, glaube ich. Ach, das heißt relativ wenig. Das ist schon relativ viel jetzt bis jetzt gewesen. Nur mich hat diese Mechanik hier mit den Rüstungen so viel Lebenszeit gekostet. Das ist unglaublich gewesen, wie schwierig das war, das zu updaten. Ja, das war sehr, sehr viel. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Also war krank einfach wirklich. Ja, schon auf jeden Fall jetzt um 21 Uhr vorbei, um zu schauen, ob ich immer noch so rot bin. Guck mal, wie rot ich im Vergleich zu meinen Händen bin. Schon ziemlich rot. Hätte mich vielleicht eincremen sollen. Mama, wenn du das siehst, es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ich werde bestimmt nicht davon sterben. Hoffe ich. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall jetzt 5 Millionen Likes da und schaut, wie gesagt, bei meinen Streams vorbei, Leute. Es bedeutet mir einfach die Welt, wenn ihr da vorbeischaut und ich euch im Chat sehen kann. Das ist so cool. Ich liebe Streaming über alles und es ist so nice, das momentan so täglich und konsequent durchzuziehen. Das erfüllt mich einfach komplett. Das ist einfach nur bestes Leben. Also, Leute, wenn ihr vorbeikommen wollt, richtig nice. Und ihr könnt natürlich auch eure Ideen dann in den Chat schreiben, wenn ich dann noch frage. Und dann können wir neue Items hinzufügen und vielleicht kommt dann sogar euer Item rein. Der Wahnsinn. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ach so, und bevor ich gehe, eine Sache noch. Das Ganze ist ja für den Subserver gedacht und alle fragen die ganze Zeit so, jo, wann wollen wir denn anfangen? Das Ding ist, wir haben ja währenddessen noch Suro. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig von der Zeit her. Ich versuche trotzdem, es so schnell wie möglich alles fertig zu machen. Ich möchte natürlich aber auch, dass gerade wenn wir solche grundlegenden Änderungen machen, wie zum Beispiel die Rüstung und so weiter, und was auch noch kommen wird, was noch geplant ist, ist, dass Schilde breaken können. Das heißt, quasi, wenn du ein Schild hast, weil Schilde sind momentan absolut strong, dass du ein Schild hast, wenn du irgendwie Schaden blockst, dass du dann eben eine gewisse Chance hast, dass das Schild einfach kurz bricht, beziehungsweise dass es kurz gestunt ist sozusagen, das Item, dass du es nicht benutzen kannst. Und das ist halt eine Sache, die, ja, das ist so ein Ding, das muss auf jeden Fall irgendwie noch reinkommen. Und dann kannst du quasi dann noch bessere Schilde hinzufügen. Also quasi die Idee ist, dass du quasi ein Schild nehmen kannst und dann zu einem Händler gehen kannst und dann eben dein Schild verbessern kannst mit entweder halt Eisen oder und so weiter und so fort. Also da geht natürlich dann alles Mögliche. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und vielleicht können wir auch sowas machen, dass wenn man eben blockt, dass man zum Beispiel auch sowas wie ein Slime-Schild haben kann und es dann die Pfeile komplett mit kompletter Geschwindigkeit zurückballert. Das wäre richtig cool. Also hätte ich richtig Bock drauf. Also Leute, das ist auf jeden Fall jetzt 5 Milliarden Likes da. Und sehen uns beim nächsten Mal. Und schaut auf jeden Fall, wie gesagt, im Stream vorbei. Es wäre absolut süß. Okay, bis dann. Tschüss. Ich würde sagen, also realistisch gesehen, ja, was den Server angeht, 1. Juni wird schwierig. Vielleicht aber der 8. oder der 7. Also ich würde es gerne an einem Wochenende starten, dass wir dann alle zusammen gleichzeitig zocken können. Das heißt, 1. oder der 7. oder der 8. Ich denke mal, das ist realistisch, dass ich da noch ein bisschen was umgesetzt bekomme. Und dann können wir eigentlich schon direkt loslegen und zusammen zocken. Freut mich auf jeden Fall. Bis dann, Leute. Und ciao.